Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, der Präsident ich bin und deswegen als Hausherr, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Abend- oder Lesefest Leipzig liest, das nunmehr schon das 24. Mal bei uns hier stattfindet. 1992 hat diese Veranstaltungsreihe Premiere gehabt, mit damals 80 Autoren lasen und diskutierten an knapp 160 Leipziger Orten. Das war kleiner als heute. Heute ist es europaweit das größte Festival seiner Art. Es gibt natürlich die Lit Cologne, aber die ist immer noch kleiner als wir und untrennbar mit der Leipziger Buchmesse verbunden. Mit über 3000 Lesungen, Diskussionen und Leseevents an mehr als 400 Orten inzwischen. Angesichts dieser Vielfalt ist es uns und mir eine große Freude, dass Sie heute bei uns in der Villa Klinkhardt zu Gast sind. Die Villa Klinkhardt ist ebenfalls hat es mit Büchern zu tun. Das ist, die Familie Klinkhardt ist ein Schulbuchverlag. Das war also ein Verlegerhaus hier, und zwar, soweit ich weiß, Schwiegersohn von Reclam. Also insoweit ist es aus der Reclam-Tradition. Also wir sind hier selber in einem Haus, das die Verlagskultur Leipzigs repräsentiert, und Sie können ja sehen, was das für ein Haus ist. Traditionsgemäß nehmen wir als Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig eben an dieser Veranstaltung im Rahmenprogramm teil. Natürlich präsentieren wir uns auch auf der Buchmesse mit einem Stand, aber da bin ich jetzt nicht dort. Ich freue mich jetzt sehr, am heutigen Abend Sie, Frau Schulz, und Sie, Herrn Engelmann, hier begrüßen zu können. Wir werden uns über dieses interessante Buch Gewalt im Namen der Ehre unterhalten, beziehungsweise Sie werden es vortragen. Ich denke, die Ehre, wie sie hier im Deutschen wiedergegeben wird, hat mehrere Schichten, die dann entsprechend dargestellt werden, hängt mit, ich habe das gelesen und gesehen, mit der, sagen wir mal so, alten Familienstruktur der mediterranen, müsste man sagen, nicht bloß islamischen Familie zusammen. Und das wird sicher sehr spannend werden. Ich übergebe Ihnen jetzt das Wort. Ich glaube, Sie werden weitermachen. Herr Engelmann, herzlich willkommen bei uns. Sie können auch dieses Mikrofon nehmen. Ja, vielleicht kann ich das in dieser Stunde bei mir verstanden. Willkommen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Herzlichen Dank dafür, dass wir zum dritten Mal mittlerweile Gast sein dürfen der Sächsischen Akademie. Das wird ja langsam eine Tradition. Wir haben nichts dagegen, aber offenbar passen unsere Themen zu Ihrem Profil, und das ist ja immer das Beste, was man haben kann. Nina Scholz hat ihr gestellt das zweite Buch von Nina Scholz im Passagen Verlag vor, Gewalt im Namen der Ehre. Nina Scholz lebt in Wien, ist aus der Nähe von Leipzig, glaube ich. Ja. Also es ist sowas ein Halbspiel für Sie. Aber wir haben Sie jetzt in Wien uns gekrallt, weil Sie so eine gute Autorin ist. Darf sie nicht mehr zurück, nur noch zur Leipziger Buchmesse. Ihr erstes Buch war eine Gemeinschaftsarbeit mit Heiko Heinisch, der auch anwesend ist und mit dem wir vor 3 Jahren hier diskutiert haben über Menschenrechte und Islam und die Frage, ob das ein Kulturkampf ist oder und wie das zusammenhängt, also Europa eigentlich, Menschenrechte und Islam. Frau Scholz hat ein sehr spezielles und sehr wichtiges und sehr, wie soll ich sagen, sehr anrührendes Thema auch gewählt, wenn man sich damit beschäftigt. Ich möchte aber vorher noch, bevor wir in dieses Buch und die Fragen, die Details des Buches und die Fragen, die sich um dieses Thema herum stellen, eingehen, noch kurz darauf kurz einordnen in diesem Text. Darauf sollte man nicht verzichten. Vielleicht die allgemeinste Feststellung ist, dass wir in einer Welt der Globalisierung
leben. Und die Globalisierung hat sehr, sehr viele Effekte, unter anderem auch eben verstärkte Migrationsströme. Frau Scholz wird uns sagen, dass das Problem der Gewalt im Namen der Ehre nicht ein Problem der Migration ist oder was sich kurzfristig mit der Migration stellt. Aber man kann natürlich auch sagen, die Migration gibt es ja schon seit den 50er Jahren oder die islamische oder muslimische Immigration. Mit dieser Migration kommen wirklich neue Probleme auf uns zu. Verschiedene Kulturkreise treffen aufeinander und für uns ist stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen, wenn zum Beispiel zu einem Kulturkreis Ehrenmorde gehören und wir das bei uns haben. Darüber werden wir reden. Es ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir das nicht wegschieben und so tun, als gäbe es diese Haltung nicht. Wenn man hinschaut, sieht man jedes einzelne Mädchen, jeder Junge, der Opfer dieser Ehrenmorde Morde im Namen der Ehre oder die Gewalt eigentlich im Namen der Ehre ist eine zu viel in unseren Augen. Und ich glaube, so verstehe ich Nina Scholz, wir sollten auch dazu stehen, dass das nicht unsere Kultur ist, aber zugleich eben auch nach Möglichkeiten suchen, ruhig und konzentriert auf diese, also das in der Kultur oder den anderen Kulturkreis eigentlich zu beeinflussen, so muss man das ja wohl sagen. Und uns ist das Recht nehmen dazu. Das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, die ich mir ausgedacht habe vorher, nämlich wie Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen sind, was ja doch, was einerseits auf der Hand liegt, wenn man Europa, Menschenrechte und Islam sich hier früheres Buch anschaut, aber vielleicht beschreiben Sie uns diesen Weg zu diesem Thema noch einmal. Also herzlichen Dank und guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Wie gesagt, ich komme aus der Gegend von Leipzig, bin hier aufgewachsen und dann in Jena und lebe jetzt aber schon seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten in Wien. Ja, das Buch, das kleine Büchlein, ist eigentlich als so eine Art Handout gedacht für Menschen, die auch beruflich mit diesem Problem Gewalt und Unterdrückung im Namen der Ehre konfrontiert sind, also Schule, Jugendarbeit, Sozialarbeit, weil es auch immer wieder die Frage kam, angeregt auch vom Bildungsministerium, wir brauchen etwas, wir wollen uns diesem Problem stellen, was lange Zeit tabuisiert wurde, mit dem Effekt, dass auch die Opfer von Ehrgewalt oder von den Erziehungsmethoden, die aus diesen traditionellen, sehr strikten Ehrvorstellungen resultieren, jahrzehntelang, kann man eigentlich sagen, im Stich gelassen worden. Und das Buch, das Vorgängerbuch, also Europa, Menschenrechte und Islam, hat auch schon ein Kapitel Ehre und Gewalt. Und das ist aber ein relativ dickes Buch und wir wollen es als kleines, kompaktes Buch, was auch an Schulen und in Bildungsministerien und allen Leuten, die damit betraut sind, beruflich verteilt werden kann. Und ich habe dieses Thema herausgenommen, weil es zu einer der großen Herausforderungen zählt, mit denen westeuropäische Gesellschaften durch Migration hauptsächlich aus muslimischen Ländern, aber nicht nur, konfrontiert sind und was, wie gesagt, lange Zeit vernachlässigt wurde. So ins Bewusstsein, das Problem gelangt eigentlich immer dann ins Bewusstsein, wenn diese Ehrvorstellungen in einen Ehrenmord gipfeln. Aber der Ehrenmord ist eigentlich nur die extremste Konsequenz und die absolute Ausnahme. Also steht am Ende einer langen Kette von Repressionen, wenn nichts anderes mehr funktioniert, greifen einige Familien auch zum Ehrenmord, der so in erster Linie Mädchen und junge Frauen betrifft, aber auch Jungen. Das Buch ist eigentlich nicht so sehr für ein wissenschaftliches Publikum gedacht,
und die Kürze erlaubt natürlich auch nicht so eine ausführliche Analyse, dafür gibt es das andere Buch. Aber das Buch versucht zweierlei. Einmal darzustellen, was ist überhaupt Gewalt und Unterdrückung, muss es eigentlich heißen, im Namen der Ehre. Und was ist, macht diesen Ehrbegriff aus? Denn nur wenn man weiß, worum es geht, kann man auch verstehen, was diese Menschen antreibt zu diesen Maßnahmen und auch zu Gewalt. Und die andere Seite ist, über Prävention zu reden. Was kann man tun, um diese Sache auch zu verändern in der Schule, in der Jugendarbeit und auch die Betroffenen zu schützen? Das war so ungefähr der Zugang. Wir haben heute Vormittag schon eine Präsentation des Buches im Sachbuchforum auf der Buchmesse gehabt. Und da ist mir etwas aufgefallen, dass Sie von Kulturen, in deren Ehrengewalt im Namen der Ehre passiert, von Ehrkulturen sprechen. Da hat sich bei mir Widerstand geregelt. Ich habe mir gedacht, sind wir ehrlos, wenn wir die Mädchen nicht umbringen? Also, Sie haben es nicht so gemeint, ich weiß, aber das bringt mich zu der Frage dazu, dass man sehr genau definieren muss, was man unter Ehre versteht. Und ich denke, zum Beispiel, wenn man diese Kulturen Ehrkulturen nennt, dann macht man schon einen Fehler und lässt sich schon darauf ein, auf dieses andere Wertesystem ein. Wie unterscheiden sich diese Systeme? Können Sie uns dazu etwas erzählen? Ja. Also jede Gesellschaft hat natürlich bestimmte Vorstellungen von Ehre. Wir sprechen von Ehrkulturen, das hat sich so in der Wissenschaft durchgesetzt, dieser Begriff, von Kulturen, von traditionell kollektivistischen Strukturen, in denen Ehre gemeinsam mit Respekt ein Strukturelement darstellt. Es geht auch immer um Hierarchien. Es ist also nicht die Ehre, wie wir sie kennen, die an eigenen Verdienst, an Leistungen geknüpft ist, was wir hier unter Ehre verstehen oder unter persönlicher Würde, sondern es geht um Ehre, die in erster Linie auf den Körper der Frau zielt, auf die Sexualität der Frau und ein ganz wesentliches Element ist darin Jungfräulichkeit, also der Zwang zur Jungfräulichkeit. Und Ehre ist etwas, was in diesen traditionell kollektivistischen Strukturen, und nur um diese Familien geht es hier, es geht nicht prinzipiell um Einwanderer aus muslimischen Ländern, sondern es geht um konservative Teile, die oft auch aus ländlichen Gebieten zugezogen sind. Das ist sozusagen eine vormoderne Bindung, die es zum Teil hier auch gab oder in Europa auch gab, auch wenn im historischen Vergleich schon Unterschiede festzustellen sind, die Ehre an nicht verantwortliche Eigenschaften einer Person, also zum Beispiel an Herkunft, an Alter, an Geschlecht, ganz wichtig, und an die Gruppenzugehörigkeit bindet. Und es geht um ihre Stellung im Gefüge einer sehr stark hierarchischen Gesellschaft, die den Einzelnen einen festgefügten Platz in der jeweiligen Gesellschaft oder Community zuweist. Und in modernen Gesellschaften ist, wie ich schon erwähnt habe, die Ehre oder diese Bindung von Ehre an tatsächliches und selbstverantwortliches Verhalten einer Person zurückgetreten. Und dieser Wandel hängt natürlich nicht nur, aber auch sehr stark mit Demokratisierung von Gesellschaften zusammen und mit der dadurch einhergehenden Nivellierung von Hierarchien. Also Hierarchien sind in Demokratien oder was auch die westlichen Gesellschaften ausmacht, wesentlich flacher geworden als in traditionell kollektivistischen Gesellschaften und dem einzelnen Menschen in den traditionell kollektivistischen Gesellschaften wird keine eigene von der Primärgruppe unabhängige persönliche Identität zugestanden. Das ist wahrscheinlich der wesentliche Unterschied. Also über Identität und Ansehen verfügt eine Person stets nur
vermittelt über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. In der Regel ist das die sehr weit gefasste Familie, in der jeder einen ganz bestimmten Platz hat und Frauen und Mädchen in dieser Hierarchie unten stehen. Also wie schon gesagt, im Kern geht es um die Sexualität der Frau. Und jedes als unehrenhaft empfundene, das heißt eigentlich selbstbestimmte sexuelle Verhalten von Frauen, was nicht von der Gemeinschaft abgesegnet wird, gilt als unehrenhaft und vor allen Dingen wegen dem damit zusammenhängenden Verlust der Jungfräulichkeit. Also ein Ehrverlust betrifft quasi die ganze Familie in Form von Ächtung durch die gesamte Community. Also Männer verlieren dadurch ihr Gesicht und auch den Respekt der anderen, den Respekt der Communities. Das ist gewissermaßen sowas wie das Soziale Aus. Die Männer haben in den Augen der anderen gezeigt, dass sie ihre Frauen, die Frauen der Familie, nicht kontrollieren können. Und die Angst vor dieser Schmach, vor diesem Ehrverlust, ruft dann entsprechende Kontroll- und Unterdrückungsmechanismen auf den Plan. Und die jetzt nicht unbedingt in den Ehrenmord gipfeln, wie gesagt, das ist die allerletzte Stufe und auch der Ausnahmefall. Es ist ja nicht so, dass alle traditionell eingestellten Familien zum Ehrenmord greifen. Aber in der Tendenz gibt es wird ziemlich viel mobilisiert, um die Frauen zu kontrollieren und Ehrverlust zu verhindern. Und letztendlich bewirkt es eine zutiefst autoritäre und anti-emanzipatorische Erziehung von Mädchen und Frauen. Sie haben wesentlich weniger Spielräume als Männer. Sie werden von der sehr weitflächigen Verwandtschaft, Onkel, Väter, Cousins und Brüder, möglichst flächendeckend observiert. Und eine frühe Verheiratung gilt wegen des drohenden oder befürchteten Ehrverlustes so als geeignetes Mittel, um diesen zu verhindern. Diese Ehrvorstellung haben Sie an vormodernen Gesellschaftsstrukturen festgemacht. Wie kommt der Islam hier ins Spiel? Sie meinen, inwieweit das mit Religionen zu tun haben könnte? Ja, darüber wird ja sehr gesprochen, sehr viel gestritten. Sie kennen bestimmt diese Vorstellung, die auch von einigen vertreten wird, diese Ehrvorstellungen hätten nichts mit der Religion oder mit dem Islam zu tun. Also ich persönlich, da ich ja so eine kulturgeschichtliche oder ideengeschichtlichen Ecke auch komme, für mich ist es ziemlich offensichtlich, dass gerade Religion ein ganz besonders wichtiges oder konstituierendes Merkmal von Kultur überhaupt war und zum Teil noch immer ist, auch wenn es im Westen seine normative Kraft verloren hat. Aber es gibt auf dieser Welt noch sehr viele Länder, in denen Religion eine sehr große Rolle spielt und das Leben der einzelnen Menschen bis hinein in intime Bereiche reguliert und bestimmt und in der die Religion sehr wohl eine große normative Kraft hat. Und wenn die Religion dann sagt, Sexualität außerhalb oder vor der Ehe ist ein Verstoß gegen die Rechte Gottes und muss unbedingt bestraft werden, und Sexualität sehr an Ehre, an unehrenhaftes Verhalten und als Verstoß gegenüber Gottes Gebot tagtäglich propagiert, dann hat das meiner Meinung nach schon auch mit Religion zu tun. Und es ist auch so, wenn die häufigsten Antworten, die ich bekommen habe, wenn ich Jugendliche, meistens Jungs, frage, ja, warum ist das denn so, warum darf die Schwester das und das nicht und warum muss sie jungfrei auch bleiben, kommt immer, also wirklich in den allermeisten Fällen, das darf sie im Islam nicht, der Islam will das nicht. Und wenn diese Menschen das selbst auch als religiöses Gebot, als religiöse Forderung verstehen, dann ist es relativ schwer zu sagen, und das steht mir auch nicht an,
vielleicht will das der Islam gar nicht oder du hast da irgendwie was falsch verstanden. Zumal das auch die Haltung ist, die auch in Moscheen gemeint, eigentlich ist das auch Mainstream-Islam. Also sie werden in Deutschland oder in Europa kein Imam oder Religionslehrer oder Lehrerin finden, die sagt, Ehrenmorde sind gut oder Zwangsverheiratungen sind gut, da wird sich niemand finden. Aber alle werden sagen, dass das Mädchen gegen den Islam verstößt oder unehrenhaft handelt und die Ehre ihrer Familie in Verruf bringt, wenn sie außerehelichen Sex hat oder Kontakt mit Jungen und dadurch ihre Ehre verliert. Das ist so eigentlich das Problem. Und wenn man sich den Islam anguckt, vor allem den sunnitischen Islam, da gibt es einen Gelehrten, Al-Ghazali heißt er, ist ein mittelalterlicher Gelehrter, 11. Jahrhundert, im frühen 12. Jahrhundert gestorben. Und er ist sowas wie Thomas von Aquin für das Christentum. Also es kommt niemand an diesen Religionsgelehrten vorbei. Und er hat auch ein Buch über die Ehe geschrieben. Und darin stehen mehr als zweifelhafte Sachen für den Umgang mit Frauen, die Unterordnung von Frauen und so weiter und so fort. Und das wird aber heute noch rezipiert. Also Sie werden jetzt vielleicht sagen, okay, das ist ein mittelalterlicher Gelehrter und davon haben andere Religionen auch einiges auf Lager. Aber hier greift wieder dieses Problem, dass es wirklich noch eine starke normative Kraft hat. Er wird ständig rezipiert in Fatwas, in Rechtsgutachten, die ja jeder Muslim anfordern kann und jedenfalls für die jeweilige Gemeinschaft dann bindend sind, wird er immer wieder als Referenz zitiert und im sunnitischen Islam ist es bis heute schwer, gegen Al-Ghazali zu argumentieren. Das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, in der islamischen Überlieferung gilt eine Frau als Lieblingsfrau des Propheten, das ist Aisha. Sie soll noch sehr jung gewesen sein, als der Prophet sie heiratete und vor allen Dingen gilt sie als die einzige Jungfrau unter seinen vielen Ehefrauen und sie gilt als Lieblingsfrau des Propheten. Also können Sie alle fragen, das ist die Lieblingsfrau und sie gilt auch als einzige Gewährsfrau für die Hadithe, also die gesammelten Überlieferungen, Aussprüche des Propheten. Und nicht etwa seine erste Frau, eine Witwe aus Mekka, die sein Prophetendasein eigentlich durch ihren Stand in der Community und durch ihren Reichtum erst ermöglicht hat. Also sie wird ständig, die einzige Jungfrau wird ständig dann auch als Lieblingsfrau beschrieben in der Erzählung. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen in der Überlieferung. Und was vielleicht auch noch interessant ist, durch dieses Paradiesversprechen, dass Männern oder Märtyrern im Paradies so und so viele Jungfrauen zur Verfügung stehen, die immer wieder auch nach sexuellen Begegnungen immer wieder aufs neue Jungfrauen sind, dadurch ist auch bei Jugendlichen so eine ganz spezielle Fixierung auf Jungfrauen zu bemerken. Und gerade jetzt, so wo Dschihadismus und Märtyrertum oder sehr viele sich so als Gottes oder leider sehr viele auch europäische Jugendliche in den Dschihad ziehen wollen, ist genau dieses Jungfrauenversprechen wieder sehr populär geworden. Und insofern hängt das natürlich auch mit dem Islam zu tun und müsste Fanatismus, sondern des Islams. Ja, das ist klassische Rechtstheorie oder klassischer Islam, eigentlich Mainstream-Islam. Es gibt auch andere, aber die sind in der Minderheit bisher. Ja. Und haben die Chancen? Das ist eine gute Frage. Also das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe aber, dass sehr viele Gruppierungen, auch hier in Europa, die sich dann Initiative Liberale Muslime oder Forum Emanzipatorischer Islam, da gibt es schon sehr viele. Das sind aber sehr kleine Gruppen, die kämpfen, die auch sehr angefeindet werden. Und in der islamischen Welt ist es ja ganz, ganz schwierig. Also diese Gelehrten, die mit so etwas kamen, wie zum Beispiel Abu al-Sa'id, der Ägypter, der ist gebannt worden, der ist zwangsgeschieden worden von seiner Frau und des Glaubensabfalls verdächtigt worden.
und ist dann ins Exil gegangen und seine Frau ist mit ihm gegangen, also sie hat zu ihm gestanden und die ägyptischen Zeitungen haben dann zum Beispiel geschrieben, die einzige Frau in Ägypten, die sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen will, soll zwangsgeschieden werden. Und ja, das war ein ziemlich großer Skandal. Es gab immer wieder so Gelehrte, die auch versucht haben, einen anderen Islam zu machen. Sie kennen wahrscheinlich Mohammed Rashide aus Deutschland, der diesen Lehrstuhl für islamische Religionspädagogik und der eine Religionslehre in Münster ausbildet. Der ist sehr, sehr schwer. Die offiziellen Islamverbände haben sofort gegen ihn polemisiert. Er wäre nicht mehr, eigentlich nicht mehr innerhalb des Islam, er lege das falsch aus. Und also es ist wirklich sehr schwierig, und aber es gibt sie. Also ich verstehe Sie so, dass Gewalt im Namen der Ehre heute in diesen in der muslimischen Bevölkerung an die Religion gebunden ist. Heißt das, kann man so weit gehen, dass man als Muslim eigentlich nicht auf Gewalt im Namen der Ehre verzichten darf, wenn man nicht als ungläubig gelten will? Na, das vielleicht nicht. Also bei sehr strengen Moscheegemeinden oder so ist das sicherlich der Fall. Aber im Grunde ist es eine Verquickung von Religion, die die Kultur bestimmt, und auch Kultur, die wiederum auf die Religion zurückwirkt. Wenn wir uns anschauen, wie der Islam entstanden ist, oder ganz allgemein, alle Religionen sind ja in einem bestimmten historischen Kontext entstanden und wurden von dem, was vorher da ist, selbstverständlich beeinflusst. Das sieht man auch im Islam. Es gibt da sehr verschiedene islamische Auslegungen. Und zum Beispiel der schiitische Islam ist ganz anders als der sunnitische. Da gibt es diese sehr, sehr strenge Dichotomie von rein und unrein im schiitischen Islam, die ganz sicher vom Zoroastrismus vorher im persischen Raum beeinflusst wurde, wo es diese Rein-Unreinheit-Geschichte in einem sehr exzessiven Maße gab. Und das sieht man heute noch in den Auslegungen, was als unrein gilt, wesentlich strenger als im sunnitischen Islam oder im türkischen Islam, die ja, wenn man bedenkt, dass sie Seldschuk oder Osman von sehr weit aus dem Osten kamen und eigentlich Schamanen früher waren, haben sie natürlich auch diese Sachen mitgebracht, was man zum Beispiel in vielen Sachen sieht, die von strengeren sunnitischen Ausrichtungen dann als Aberglaube abgetan werden, wie zum Beispiel die Schleifchen in die Bäume binden oder an bestimmten Gräbern von Heiligen beten, was die strengeren Ausrichtungen oder der arabische Islam immer abgelehnt hat. Also es ist schon so eine gegenseitige Beeinflussung, aber das Problem ist, wenn sich eine Religion konstituiert, in dem Fall der Islam, dann nimmt sie diese Sachen auf, also findet sie eine Kultur vor. Einiges hat der Islam verändert, abgewiesen, aber anderes hat er aufgenommen und in dem Sinne aufgewertet, indem er es zum religiösen Gebot erklärt hat und damit noch mehr Kraft dem verliehen hat. War das ungefähr? Ja, wir sind ganz neugierig. Dahinter steht natürlich die ganze Zeit die Frage bei mir, also ich gehe mal davon aus, dass wir alle Ehrenmorde jetzt nicht so gut finden und Gewalt im Namen der Ehre. Wenn jetzt in einem Teil der Bevölkerung das an ihre religiöse Identität, kann man ja sagen, gebunden ist, welche Perspektiven haben wir da? Wie können wir das angehen? Ich denke nicht, dass der Umgang damit heißen kann, dass wir das gewissermaßen aufnehmen in unsere Kultur. Obwohl man mit so einer Position dann vielleicht einen Vorwurf erntet, dass man da nicht offen ist. Da muss man doch. Wie das Fragezeichen in Ihrem vorigen Buch schon sagt, muss man ja Position beziehen. Ja, also wir haben, also Heiko Heinisch und ich, der Historiker, mit dem ich das vorhergehende Buch gemacht habe, wir haben versucht, uns so sachlich in der Diskussion zu positionieren. Auf der einen Seite gab es immer diejenigen oder auch sehr viele rechte Gruppierungen,
die gesagt haben, alle Muslime sind so umstandslos, auch alle Leute, die aus türkischen, arabischen Ländern eingewandert sind, als Muslime bezeichnet haben, so eine Religiosisierung stattgefunden hat, was durchaus nicht der Fall ist. Es gibt genügend, die sehen ihre Religion entweder als ganz persönliche Angelegenheit, möchten das überhaupt nicht in den Vordergrund stellen oder sind selbst auch nicht mehr besonders oder auch gar nicht religiös. Und auf der anderen Seite diejenigen, die das jahrelang abgewehrt haben oder so eine gewisse Angst gehabt haben, wenn sie etwas kritisieren, also wenn sie Menschenrechtsverletzungen in muslimischen Communities oder überhaupt in eingewanderten Communities kritisieren, dann so in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und das war jahrelang ein Problem. Man wollte so gar nicht so genau wissen, was bei den anderen passiert. Und das hatte im Grunde drei sehr negative Effekte. Erstens, dass das Feld einzig und allein rechten oder auch rechtsextremen Gruppierungen überlassen wurde, die damit eine eigene Agenda verfolgen und denen es nicht um die Verbesserung der Lebensbedürfnisse der betroffenen Frauen, Mädchen, Frauen, aber auch Jungen ging. Das andere ist, dass die da in der Schule oder in der Jugendarbeit schon längst damit konfrontiert worden waren, dass die im Stich gelassen worden sind. Ich habe sehr, sehr lange mit vielen Lehrerinnen und Lehrern geredet, die gesagt haben, sie haben nie gewusst, was sie da eigentlich machen sollen. Es wurde immer vom Direktor hin, wir wollen nicht darüber reden. Und das wurde tabuisiert, auch aus Angst, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Und die dritte und vielleicht traurigste und gravierendste Folge ist, dass die Betroffenen selbst im Stich gelassen worden sind. Also man hat dann einfach diese Unterdrückung und diese Verhinderung eines selbstbestimmten Lebensplans einfach hingenommen, solange das nicht irgendwie die Gesellschaft tangiert. Da hat jetzt ein kleines Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren. Also erstens durch die vielen Hilfsangebote, es gibt Notunterkünfte und sowas, was wir in der Jugendarbeit zum Beispiel Kriseninterventionen nennen. Wenn Mädchen oder Frauen von Zwangsheirat betroffen sind, gibt es Stellen, und das wird auch in Schulen vermittelt, an die sie sich wenden können, zum Beispiel. Und die andere Sache ist so Langzeit, nachhaltige Präventionsarbeit. Also das eine ist eine Feuerwehrpolitik, wenn die Mädchen und Jungen davon schon betroffen sind oder das befürchten. Und das andere wäre dann so langfristige Präventionsarbeit, die auf die Veränderung dieses Ehrbegriffs, auf die Geschlechterhierarchien und Familienhierarchien abzielt und den Jugendlichen alternative Sichtweisen anbietet. Und es gibt neue gesetzliche Regelungen. Ja, genau. Es gibt zum Beispiel seit 2011 in Deutschland und seit 2013 in der Schweiz einen eigenen Paragraphen, Strafbestand Zwangsheirat. Das hatte man vorher unter ferner Liefen oder Nötigung subsumiert. Und dafür haben sehr viele Frauen, gerade auch Frauen, die aus der Türkei eingewandert jahrelang eingefordert. Und auch die haben sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie den Rechten in die Hände arbeiten oder dass die schöne multikulturelle Utopie letztendlich stören. Und man hat dabei Probleme lieber weggeschaut. Und dieser Strafbestand Zwangsheirat ist aber ganz wichtig, weil ich denke, manchmal verändern sich Gesellschaften auch durch Zuwanderung. Und dann ist es notwendig, dass man ein Phänomen, was zuvor vielleicht keine Relevanz hatte, auch besondere Bedeutung verleiht. Das ist ja auch immer Aufklärungsarbeit. Und damit man auch die Opfer wirklich richtig schützen kann. Und ein Paragraph in diesem Zwangsheiratsparagraphen ist auch das Rückkehrrecht für ins Ausland verheiratete Mädchen und Jungen oder Frauen. Also sie können, wenn sie zum Beispiel in den großen Ferien in die Türkei oder in arabische Länder verheiratet werden, können sie an die jeweilige Botschaft von Deutschland gehen und bekommen alle Hilfe, um wieder nach Deutschland einzureisen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, da hat sich schon einiges getan in letzter Zeit. Die Gesellschaft ist aufmerksam geworden und tut was auf allen
Ebene. Es ist noch nicht optimal, würde ich sagen. Da gibt es immer noch diesen Streit und man arbeitet immer auch noch mit den sehr konservativen Islamverbänden zusammen. Ist das ein Fehler? Ich halte das für einen Fehler. Ich würde mehr die wirklich moderateren oder liberalen Muslime und Islamverbände unterstützen und auch Vereine, die sich nicht aus religiösen Gründen gegründet haben. Die geraten dann nämlich meistens aus dem Fokus und die Islamverbände, die ja nachweislich eigentlich nur zwischen 10% und 15% in Deutschland, in Österreich ist es auch so, der hier lebenden Muslime überhaupt vertreten, werden dann zum Ansprechpartner und man verleiht ihnen dadurch auch Autorität und Macht und natürlich auch Gelder. Und die allermeisten davon vertreten meiner Meinung nach einen sehr konservativen Islam nach wie vor. Findet da auch ein Umdenken statt, dass man den moderaten Kräften im Islam, sagen wir, den politisch mehr zusammenarbeitet, ist das zu beobachten? Also das fängt jetzt gerade an, hängt aber mit dieser aktuellen, zum Teil sehr aufgeregten Diskussion meiner Meinung nach mit dem Dschihadismus, also seit einem Jahr mit dem IS und dass sehr viele Jugendliche hier, die auch in Moscheegemeinden zum Teil waren, in den Dschihad ziehen. Und in dem Zusammenhang, oder das hat bewirkt, dass man sich insgesamt breiter mit dieser Frage beschäftigt. Also ich kann nur aus Österreich sagen, wo im Moment wirklich die Islamverbände stärker kontrolliert werden und wo auch geschaut wird, wo ist ihr Einfluss aus Saudi-Arabien? Wo die Finanzierung herkommt. Wo kommen die für die Gelder eigentlich her? Was für ein Islam wird eigentlich gepredigt? Und wie ist der Islamunterricht an öffentlichen Schulen? Gab es auch einige Skandale, dass Bücher von Islamisten als offizielle Lehrbücher im Religionsunterricht verwendet wurden. Also Bücher von Al-Qaradawi zum Beispiel, habe ich noch ein Mikro? Ja. Der wirklich als Islamist gilt und der also neben seinen der Anleitung gibt, wie und in welcher Form Frauen geschlagen, bestraft werden, wie Mädchen und Frauen sich gegenüber Männern zu verhalten haben, dass ein muslimischer Mann zwar eine nicht-muslimische Frau heiraten darf, aber nicht umgedreht. Und der auch Hitler für den Mann hält, der den Juden endlich mal gezeigt hat, wo es lang geht, das ist tatsächlich da, das schreibt er. Und der aber nach wie vor hat er in Irland, gibt es einen Europäischen Rat für Forschung und Fatwa. Das ist die Institution mit Sitz in Irland, die europäischen Muslimen Ratschläge erteilt. Also jeder, der davon weiß, kann dahin schreiben, was mache ich im Fall von so und so, darf ich mit meinen Freunden Weihnachten feiern, darf ich dieses und jenes, darf ich dieses Medikament nehmen oder nicht, alles, was Sie sich vorstellen können. Und diese Institution erteilt dann Muslimen in ganz Europa Ratschläge. Und dass Irland oder die EU dabei zusehen, ist vielleicht der eigentliche Skandal. Bin ich vom Thema? Ja, das ist sehr interessant. Ich wollte nur, damit Sie, die meisten kennen ja keine Zahlen, und damit Sie wissen, wovon ich hier überhaupt... Das war die Frage. Ja, das ist immer so, wenn man sich nicht vorstellen kann, gibt es denn jetzt 20 Zwangsheiraten oder 20.000? Also es gab eine Studie in Deutschland vom Familienministerium in Auftrag gegeben und da wurde im Jahre 2008 wurde die Zahl derjenigen Betroffenen ermittelt, die sich an eine Beratungsstelle gewandt hatten. Und das war eine Zahl von 3.440 von Zwangsverheiratung betroffene oder schon vollzogene. Also in 60% der Fälle hat es sich um eine drohende und in 40% der Fälle um eine bereits vollzogene Heirat gehandelt. Und 70% der Betroffenen waren jünger als 21 Jahre alt und 44% besaßen die deutsche Staatsbürgerschaft. 27 davon gaben an, mit Gewalt und Mord bedroht worden zu sein. Und von den 3.440 waren 225 männlich, also 6,5%.
Und 83% der Betroffenen kamen aus muslimischen Familien, also der ganz überwiegende Teil. Wir kennen dieses Ehrkonzept auch aus anderen, nicht nur aus muslimischen Familien, sondern auch aus jesidischen Familien, aus arabisch-christlichen Familien, aus Roma-Familien und aus einigen afrikanischen oder indischen Familien. Aber dadurch, dass Muslime eine sehr große oder eigentlich die größte Einwanderungsgruppe sind, ist das Problem natürlich hier auch ein Problem dieser Communities, also 83%. Und die Zahl, diese 3.440, die dürfte in Wirklichkeit viel höher liegen, weil erstens sich nicht alle Beratungsstellen in Deutschland beteiligt haben, denn die Teilnahme war freiwillig. Und zweitens hat das Familienministerium hat dann ergänzend festgestellt, dass die, Zitat, Dunkelziffer der unerreichbar Eingeschüchterten nicht abzuschätzen sei. Aber die Zahl 3.440 hat auch schon alle total verwundert, weil man hatte mit wesentlich weniger gerechnet. Und das ist vielleicht auch der Politik der Islamverbände zu verdanken, zumindest mit denen man immer spricht. Die haben das Problem jahrelang kleingeredet, abgestritten, noch immer. Und deshalb von sich aus auch nie thematisiert. Und natürlich haben sie auch in ihren Communities oder Moscheen dieses Thema nicht thematisiert. Und überrascht hat auch die Zahl der betroffenen Männer, diese 225, weil man hatte auch mit weniger gerechnet. Aber natürlich werden wir auch irgendwo, müssen ja die Partner der zwangsverheirateten Frauen auch herkommen. Und es ist ja oft so, dann willigen die Jungen oder die jungen Männer ein und sagen, na gut, dann sucht mir eine Frau aus. Aber der kann auch mal Nein sagen und kann öfter Nein sagen, aber ein gewisser Zwang besteht dann auch. Aber diese Fälle waren jetzt nur so diese harten Fälle, wo die Familie das will. Und das Kind, also der Junge oder das Mädchen oder die junge Frau, junge Mann, das nicht wollen. Und dass so viele, also relativ viele Männer auch von Zwangsverheiratung betroffen sind, hat überrascht. Und überrascht hat auch eine Studie vom BKA, ich glaube es war 2013, die hat die Zahl der Ehrenmorde über 10 Jahre versucht zu analysieren und dabei ist herausgekommen, dass 30% aller eindeutig als Ehrenmorde identifizierten Morde Männer und Jungs waren und man hatte nicht mit so vielen gerechnet. Die Zahl ist, über 10 Jahre hinweg hat man 109 Morde eindeutig als Ehrenmorde identifiziert, das heißt also 10 bis 11 pro Jahr. Und die Männer, also die betroffenen Jungs oder Männer mussten sterben, weil sie homosexuell waren, weil sie die Ehre einer Frau beschmutzt hatten oder weil sie auserkoren waren, einen Ehrenmord an eine Schwester auszuführen, sich aber geweigert hatten. Aber wie gesagt, Ehrenmord ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Uns ging es in diesem Buch vielmehr um die Pyramide, die Breite, also die Leute, vielmehr Leute, die von Unterdrückung und von einer speziellen Erziehung im Namen der Ehre betroffen werden und in ihren Möglichkeiten und ihrer freien Entfaltung eingeschränkt werden. Ich finde, wir sollten, Sie haben darauf hingewiesen, dass es eben, dass der Islam, weil die Mehrzahl der Einwanderer muslimisch ist, deswegen reden wir immer natürlich von Islam und Gewalt im Namen der Erde, Ehre, nicht der Erde. Und es ist aber genauso ein Problem der Jesiden, also aller Einwanderungs- oder Christen aus diesem Raum. Das war mir auch nicht so bewusst. Das spricht natürlich wiederum dafür, die Bedeutung des Islam für dieses Thema doch vorsichtiger zu beurteilen. Und dass mehr Sozialstrukturen, vor kapitalistischen Sozialstrukturen, wie auch immer man diese Gesellschaften analysiert, zuzuschreiben. Naja, das ist so eine wissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche
Debatte. Letztendlich ist es so, solange der Islam, den ich als Mainstream-Islam bezeichne, diese vormoderne Bindung von Sexualität an Ehre aufrechterhält, solange werden wir das Problem haben, und insofern ist es dann auch ein islamisches. Wenn das nicht mehr, wenn gesagt wird, okay, das war in dieser Zeit, oder okay, wir wollen das, aber das ist nicht mehr so vordergründig und hat keine normative Funktion mehr, dann werden sich diese Dinge ändern. Aber solange diese Prägung besteht, und ich sehe, dass sie besteht, wie ich vorhin gesagt habe, auch an den Umfragen, wenn man die Jugendlichen fragt, die Jungs, aber auch die Mädchen oft, die sagen immer, ich darf das nicht, ich bin Muslimin, im Islam darf ich das nicht und ich darf keinen Freund haben und so weiter. Also wenn sie das selbst als islamisch begreifen und da kein Gegengewicht aus im Religionsunterricht oder in den muslimischen Communities zu finden ist, dann wird das wahrscheinlich auch ein muslimisches Problem oder ein islamisches Problem bleiben. Egal wie es jetzt entstanden ist, und dass das wahrscheinlich natürlich auch vorislamische oder andere oder Religionen aus diesem Raum. Ja. Oder zum Beispiel mit den arabischen Christen ist es ja auch so, dass sie haben relativ abgeschlossen gewohnt, in relativ abgeschlossenen Communities, waren sehr eng und sehr eng an einem sehr traditionellen Christentum festgehalten. Zum Beispiel wissen Sie ja bei den Kopten zum Beispiel, da ist es möglichst, oder keine Familie will, dass außerhalb der koptischen Gemeinde geheiratet wird. Bei Jesiden genau das Gleiche. Das heißt, das Zwangsheirat oder ein gewisser Druck ist damit vorprogrammiert. Und nur wirklich aufgeschlossene oder moderne Eltern werden von diesem Konzept Abstand nehmen. Aber da haben wir das auch, während das ist ja im westlichen Christentum, ist es auch mit dieser Sexualität außerhalb der Ehe, und auch im Neuen Testament kommt an zwei Stellen, wird das Verbot von außerehelicher Sexualität ausgesprochen, aber diese Sachen haben keine normative Kraft mehr. Ja, das ist genau der Unterschied. Das ist uns ja nicht fremd, aber wir haben so eine Haltung gewonnen. Das kann man sagen. Ja, und in Gesellschaften, wo die Religion halt das Leben der Menschen tatsächlich noch zum Teil bis in intimste Bereiche bestimmt, ist es dann natürlich auch immer ein religiöses Problem. Was antworten Sie, wenn Ihnen vorgeworfen wird, und das wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie eine eurozentrische, aufklärerische Position einnehmen, also nicht die. Da gibt es einen Artikel in einer Zeitschrift, die das doppelt hat. Das haben wir gefunden, ja. Und abgesehen davon, dass es da steht, es ist ja eine Haltung, solchen kulturellen Phänomenen gegenüber zu sagen, na gut, da drängen wir uns nicht auf und lassen wir jeden so, wie er ist. Ja. Sollen wir das wirklich uns zulassen? Ja, also dieser eurozentristische, der Vorwurf ist mir eigentlich noch nicht gemacht worden, außer in diesem Pappelblatt. Ja, vor 15 Tagen oder so. Ja, Nummer 4, 2015. Also, ein Autor meines Buches, Ahmad Mansour, der selbst auch aus Erkutu stammt, der ist in einem arabischen Dorf in Israel aufgewachsen, lebte schon lange in Berlin und hat das Projekt Heroes gegründet, was Sie vielleicht kennen, oder vielleicht haben wir noch die Zeit, darüber zu sprechen. Der hat diesen Vorwurf eigentlich einmal sehr gut erklärt, als es würde ja dann nichts anderes bedeuten, als dass die Menschenrechte für eine gewisse Gruppe von Menschen dann nicht gelten. Sie werden ausgenommen vom Schutz der Menschenrechte, Recht auf freie Entwicklung, Recht auf Aussuchung des Ehepartners, auf Meinungsfreiheit und so weiter, auf Gleichberechtigung, die ja auch bei uns im Gesetz festgeschrieben ist. Von all diesen Gesetzen und von den Menschenrechten werden dann Menschen ausgenommen,
weil sie einer anderen Kultur angehören, weil letztendlich ist es nichts anderes. Das ist es auch, was ich mit dem Begriff Kulturrelativismus bezeichnen würde. Und er hat dann gesagt zum Publikum, und das hat dann sehr gezogen, als er das gesagt hat, im Grunde ist das Rassismus mit umgekehrten Vorzeichen. Weil was ist es anderes, wenn dann eine ganze Gruppe oder eine ganz bestimmte Kultur oder Leute aus einem ganz bestimmten Land von den Menschenrechten ausnimmt und sie anders behandelt als andere. Und insofern, ich würde es nicht als eurozentristisch bezeichnen, sondern ich und auch meine drei Autoren, wir argumentieren konsequent vor der Folie der Menschenrechte und versuchen das sachlich zu machen und auch von diesem Kulturding da irgendwie wegzukommen. Ich habe dann oft Leute, die sagen, na, wir müssen doch dann unsere eigene Kultur oder unsere eigene christliche Kultur wieder mehr in den Vordergrund bringen, vor allem im katholischen Österreich höre ich das manchmal. Und ich sage dann immer, vergessen Sie das, also euch in diesen wir Christen, abgesehen davon, dass hier sehr viele Menschen sich überhaupt nicht mehr als religiös bezeichnen, aber selbst wenn, diesen religiösen Konflikt aufwerfen, sondern argumentieren wir doch konsequent vor der Folie der Menschenrechte. Die sollen für alle gelten und das ist ungefähr auch so der Standpunkt meiner Autoren und ich. Also ich würde die Menschenrechte als modernes Konzept dann auch verteidigen. Vielleicht hat sich das ja sogar gewandelt. Vielleicht ist ja Eurozentrismus, oder vielleicht, ich sag's mal vorsichtiger, vielleicht könnte warum sollen wir uns schämen, eurozentrisch zu sein, wenn eurozentrisch heißt, Menschenrechte zu verteidigen oder Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie oder gleiche Rechte für Frauen? Ich finde nichts dabei. Ich finde das sogar, also ich komme immer mehr dazu, dass ich als Vorteil eigentlich immer offensiver auf solche Angriffe. Weil ich bin sehr froh, dass wir das erreicht haben und ich möchte nicht wieder zurück zu Zuständen, die da vorliegen. Es war ja auch ein sehr langer Kampf, was immer vergessen wird, diese Rechte durchzusetzen. Und es war ja auch in Europa so, dass es so kollektivistische Strukturen gab, wo der Einzelne keine von seiner Gruppe, seiner Herkunft, seines Standes unabhängigen Rechte hatte. Das ist, die Entwicklung hat zwar relativ früh eingesetzt, aber sie wurde trotzdem gegen sehr viele Widerstände durchgesetzt. Und dass das Konzept der Menschenrechte ein europäischer Weg ist, heißt nicht, dass er nur für Europa gilt. Ich meine, kennt man in der ganzen Welt, in China, das ist auch, und auch in den arabischen Aufständen gab es eine Gruppe, eigentlich die arabischen Aufstände eigentlich ursprünglich mit initiiert hat, bevor sie dann gekapert wurde, auch von Islamisten, die Menschenrechte eingetreten sind für Demokratie in ihren Ländern und so. Also das wird durchaus auch als universales Konzept begriffen, und wir sind eine Welt und wir können voneinander lernen und das Beste aus allem herausziehen. Ja, das tun wir auch. Und es ist auch so, ja, und da, wo die Menschenrechte gelten, Sie wissen, es gibt genug Probleme auch im Westen und es ist nicht alles ideal, aber dort, wo die Menschenrechte Grundlage der Verfassung sind, dort hat sich doch eine relativ friedliche Gesellschaft herausgebildet, zumindest der gesellschaftliche Frieden ist gewahrt. Überall, wo das nicht ist, wo die Gesellschaft fragmentiert ist in religiöse Gruppen und in verschiedene Gruppen, sobald es Konflikte gibt, schlagen die Leute aufeinander ein. Und Bürgerkrieg ist sehr, ist immer sehr nah. Und ich denke doch, dass das Konzept der Menschenrechte auch ein Potenzial für friedliches Zusammenleben in einer pluralistische Gesellschaft letztendlich eigentlich erst ermöglicht, wo gesagt wird, nicht deine Herkunft, dein Geschlecht, nicht deine Religion zählt hier, damit du als Mensch mit deiner Würde akzeptiert wirst, sondern es gilt das für alle das Gleiche. Es gibt auch keine Staatsreligion. Also die Frauenrechte, die Rechte derer, die Opfer dieser Gewalt im Namen der Ehre sind, sind eingebettet in die Menschenrechte. Und das wäre die Position, mit der man sozusagen diesen Missbrauch oder diese Gewalt bekämpfen könnte. Es ist ja auch so, Sie kennen das, die
das Schicksal des arabischen Frühlings wird sich am Schicksal der Frauen entscheiden. Die Frauen, das hören Sie immer in diesem Raum. Und in der Tat ist es ja auch so, dass das Land, in dem die Frauen die weitestgehenden Rechte bekommen haben, nämlich Tunesien, das einzige Land ist, was den arabischen Frühling in eine Form der Demokratie hinübergerettet hat. Also ich glaube auch, insofern, also ein Umkehrschluss ist sowas wie Gewalt, die an den Frauen ausgeübt oder die auch für die Frauen sind, auch sowas das Schändlichste und das Entwicklungsfeindlichste. Ja, das und wie ich immer wieder mit Kollegen aus arabischen Ländern höre, dass der Gradmesser ist, dass die Stellung der Frau und die Stellung der Leute, die nicht eine Religion, also der Atheisten oder Nichtgläubigen. Und irgendjemand hat vor kurzem gesagt, Demokratie oder Pluralismus wird in den Ländern erst sein, wenn sich auch ein Ungläubiger frei auf der Straße bewegen kann. Weil noch ist es ja so, dass in den meisten islamischen Ländern Glaubensabfall mit dem Tode bedroht wird. Sie haben vorhin von Heroes gesprochen, das kommt ja auch im Buch vor. Ich glaube, wir haben einen kleinen Film vorbereitet über dieses Projekt und es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir den sehen können. Ja, aber dazu müsste ich vielleicht ganz kurz noch ein paar einführende Worte. Ja. Das Projekt Heroes, ich weiß nicht, wie bekannt das Ihnen ist. Es ist ja relativ durch die Medien gegangen und wurde sehr berühmt, mehrfach ausgezeichnet. Es ist ein Projekt, wo Jugendliche und junge Männer aus Erdkulturen zwischen 16 und 24 im Durchschnitt einen anderen Ehrbegriff haben. Also der Slogan ist, Ehre ist für die Freiheit meiner Schwester zu kämpfen, oder einer der Slogans. Und sie versuchen den Ehrbegriff neu zu besetzen. Und es gibt Gruppenleiter, wie der an mein Autor Ahmad Mansour ist, einer der Gruppenleiter bei Heroes. Und die bilden Gruppen mit Jugendlichen. Es gibt Schulungen über 6 Monate, dann werden sie zu Heroes. Es spielt auch ein bisschen mit diesem männlichen Heldenbegriff, um zu sagen, den zu brechen und zu sagen, Helden sind auch, die sich für die Freiheit von Frauen und Mädchen einsetzen. Werden sie dann sozusagen zertifiziert in einer öffentlichen Veranstaltung, ist auch ein Projekt der Anerkennungspädagogik. Und dann werden sie ihrerseits zu Multiplikatoren und gehen an Schulen mit hohem Anteil an Schülern und Schülerinnen aus Erdkulturen oder aus auch konservativen muslimischen Familien, um dort Workshops anzubieten und mit diesen Jugendlichen zu reden. Und das Projekt läuft sehr erfolgreich. Es gibt wahnsinniges Gesprächsbedürfnis und es schließen sich auch relativ viele junge Männer an. Und es ist für mich deswegen ein Projekt der nachhaltigen Prävention, weil es ja eigentlich die Jungs sind, die von klein auf zu Sittenwächtern ihrer Cousinen und Schwestern erzogen werden, die sie flächendeckend observieren sollen im Verbande mit Onkels und Frauen und die sie letztendlich auch mit Gewalt zur Raison bringen sollen. Und also das sind sozusagen die potenziellen Täter. Und diese Jungs sind von klein auf auch mit dieser Rolle überfordert. Und letztendlich leiden auch sie darüber. Letztendlich sind auch sie in dem Käfig von Ehre und Gewalt gefangen. Und es ist für mich deswegen auch so wichtig, nicht nur die Mädchen zu schützen, auch Projekte anzubieten, Notunterkünfte und so weiter, sondern auch die Jungen zu adressieren. Und das macht das Projekt Heroes mit relativ großem Erfolg. Also der Erfolg gründet darin, dass nicht Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in die Schulen gehen, sondern Menschen, in dem Fall Jugendliche, die selbst aus diesen Familien kommen, die genau wissen, was für Probleme da laufen, die selbst damit konfrontiert waren. Die reden mit ihresgleichen über diese Ehrvorstellungen. Und es gibt einen kleinen, ungefähr 3 Minuten YouTube von Heroes selbst. Ich habe viele Menschen, die von der Kanzlerin sind.
wieso wie der Person, wo hat uns das versucht anzuschließen? Vielleicht lassen wir es dann einfach laufen und wir reden noch ein bisschen. Ja, aber vielleicht geht es nicht. Machen Sie mal ganz laut. Sagt, naja, aber wenn der eine dann sagt, naja,
es kann ja Fehler gemacht werden, soll sie dann ausgestoßen werden. Da ist er ja noch nicht so sehr weit. Aber Sie müssen sich vorstellen, die sind von klein auf so geprägt worden und gesagt worden, das ist das Allerschlimmste, wenn die Schwester ihre Jungfräulichkeit verliert. Und dann ist das schon ein Wahnsinnsschritt, der da gemacht wurde. Und es geht natürlich weiter und weiter. Also das nur zur Erklärung. Ja, vielleicht nutzen wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube, es ist immer schön, wenn man auch Fragen stellen kann oder sich mit der Autorin unterhalten kann. Da tun wir das gerne. Wir haben noch ungefähr 8 Minuten, 10 Minuten. Ich würde Sie bitten. Ja, ich hatte früher mal so den Eindruck, ich meine, jetzt gibt es ja das Gesetz gegen Zwangsehe, aber ich hatte auch bei der Rechtsprechung immer so den Eindruck, dass ganz viel auf diese religiösen Hintergründe eingegangen wird. Und das finde ich eigentlich bei uns, ist ja die Rechtsprechung eigentlich gerade, weil Sie gesagt haben, wegen der Menschenrechte. Und das fand ich das auch, dass das nicht richtig gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck so zutrifft. Ja, das gab es und das wurde auch sehr kritisiert und ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen, dass es sich jetzt verändert hat. Da gab es diese Scheidung, ich weiß nicht, von einer Marokkanerin, wo dann gesagt wurde, dass sie musste ja damit rechnen, dass sie von ihrem Mann geschlagen wird, weil das ist in dieser Kultur so üblich. Und das ist auch totaler Kulturrelativismus, wo man Menschen mit unterschiedlichen Kriterien bewertet. Und gab es aber auch sehr viele Proteste, auch aus von türkischen, arabischen, hier lebenden deutschen Frauenrechtlerinnen oder Menschenrechtsaktivisten. Und es hat auch innerhalb der Justiz, wenn man sich das anschaut, ein Umdenken stattgefunden. Und übrigens auch in der Türkei, was interessant ist, in der Türkei werden zum Beispiel Ehrenmorde als Morde mit besonders niedrigen Motiven eingestuft. Also nicht mehr von wegen, naja, das ist ja Kultur, man konnte nicht anders oder so. Also die haben dort auch einen anderen Weg beschritten. Und ich glaube, das wird zunehmend hier auch so diskutiert, jedenfalls in der Literatur der letzten beiden Jahre nach diesem Skandal. Ich hoffe. Ich wollte auf diese Darstellung, vielleicht auch nur den Ausdruck dieses Kollektivismus eingehen. Also Kollektivismus würde ich ja immer was anderes verstehen. Sagen wir mal, Kollektivismus war die DDR oder Nazi-Deutschland. Ja. Ich glaube gar nicht auch. Ich glaube, diese kommunitarischen Strukturen der familialen oder mafiosen Strukturen sind gerade nicht in diesem Sinne Kollektivismus, weil Kollektivismus sind ja Kollektive von Individuen, während wir hier ja eine Struktur von kommunitarischen Einheiten haben. Also Sie sagten ja selber, es ist die mediterrane Familie mit den Pater Familias als dem, nach außen da vertritt die gesamte Familie, die Frau hat nichts zu sagen, Muliatakeat in Ecclesia, in der Gemeinde, das ist in der Tat eine Struktur, die weit über den Islam hinausgeht, ist die alte europäische Familienstruktur. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen, wenn wir diese Debatte führen, dass es in der Tat Sie sagten modern, ja, aber das sind nicht die letzten 200 Jahre, das sind die letzten 2000 Jahre, die diese Veränderungen im Westen zum Beispiel zumindest schon viel länger als die letzten 100 Jahre vorangebracht haben. Gleichzeitig denke ich, gibt es ein großes Problem, wenn jetzt es ist keine Rechtfertigung, sondern es geht um die Strategie und Taktik im Umgang damit, weil ich denke, es ist völlig falsch, frontal sowohl gegen die Religion als auch gegen diese Familienstrukturen als solche anzugehen, sondern ihren Umbau unterstützen, weil natürlich diese Strukturen der Familien ja auch eine bestimmte Art von Sicherheiten liefern. Es ist ja keineswegs so, schauen Sie mal nach Iran, dass die Frauen grundsätzlich alle
gegen diese Strukturen wären. Also ich denke, da gibt es eine große Gefahr, dass man zu frontal, und das meinte ich, könnte jemand, der das Eurozentrismus-Problem hier benennt, mit ein bisschen Grund benennen, indem er sagt, schaut mal her, für die einzelnen Personen ist die Loslösung aus der sozialen Sicherheit heraus ja gar nicht erträglich. Also deswegen könnte sozusagen eine bestimmte Art von Schutz gar nicht darin bestehen, die Familie zu zerschlagen, jedenfalls für bestimmte Strukturen. Also insoweit hat man jetzt eine ambivalente Situation. Und wie würden Sie das einschätzen? Es geht auch nicht darum, die Familie zu zerschlagen. Es geht, glaube ich, um bestimmte Hierarchien zu nivellieren. Ja. Und mit dem Kollektivismus, also ich würde auch Kommunismus und Nationalsozialismus als kollektivistische Strukturen sehen, obwohl es nicht in dem Sinne ist, dass weder der Kommunismus noch der Nationalsozialismus bis ins letzte Detail eingegriffen hat. Also wer ruhig war und sein Privatleben konnte das schon irgendwie leben, aber dennoch hatte der Einzelne bis zu einem bestimmten Grad keine von dem kollektivistischen Programm unabhängige Identität und geriet damit schnell in Konflikt. In den traditionell kollektivistischen Strukturen, deswegen hänge ich immer das Wort traditionell dran, ist das Konzept sehr, sehr umfassend. Und es betrifft nicht nur die Familie, wie wir sie im europäischen Sinne kennen, sondern es betrifft besonders auch in arabischen Ländern Clans und Stämme, die sehr, sehr weit reichen, bis in die höchste Ebene, wo es nicht, wie es im Westen passiert ist, und da haben Sie recht mit Ihren 2000 Jahren, aber spätestens seit der mittelalterlichen Scholastik, eine Philosophie entwickelt wurde, die den Einzelnen, das Individuum in den Mittelpunkt des Interesses gestellt hat. Sondern die Gesellschaft war auch ganz klar, es gab nicht die Stände, es gab nicht den selbstständigen Adel oder sowas wie dann später das Bürgertum war, es gab nicht die selbstständige Gelehrtenschaft, sondern es war immer sehr hierarchisch strukturiert und oben stand der Führer, also der Sultan oder der, je nachdem, Herrscher in der islamischen Welt. Und er hat entweder so gemacht oder so und alle anderen haben sich dem Konzept unterordnen müssen. Also dieser Kollektivismus in traditionell kollektivistischen Gesellschaften, von denen wir hier reden, ist etwas anderes als die kollektivistischen Strukturen, die wir aus Europa oder in der westlichen Entwicklung kennen. Und verstehen wir mal. Ja. Ich fand, das wäre eine interessante Diskussion, die hier eröffnet ist. Wir haben 2 Minuten. Die eine Meldung wollen wir vielleicht noch wahrnehmen, dass wir. Aber kurz, 2 Minuten haben wir. Meine Frage. Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung. Also, wir hatten das ja, dass im Christentum ja uns nicht fremd ist, gerade die voreheliche Sexualität und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, wie das in der Historie, sage ich mal, durch die Aufklärung, durch die Reformation ein bisschen von dieser normativen Ebene weggekommen ist. Was sehen Sie denn als Möglichkeiten, ich meine klar, für die Leute, die hierher kommen auf der einen Seite, aber auch, wie kann unsere Gesellschaft, unsere Politik vielleicht auch Einfluss haben, jetzt nicht der Europäer und der Amerikaner reiten mit ihrem Kulturverständnis dort ein und verbreiten dort ihr Verständnis. Aber gibt es denn andere Möglichkeiten, wie wir, sage ich mal, Einfluss nehmen können auf die Entwicklung, die Modernisierung der Gesellschaft vor Ort? Dort, also hier jetzt in den Ländern. Also prinzipiell denke ich, diese Entwicklung muss von innen kommen. Und ich bin auch nicht der Meinung, wie oft gesagt wird, ja, der Islam ist ja später entstanden und ist dann quasi sozusagen, muss diese Entwicklung noch nachholen. Das ist es nicht. Es gibt in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Entwicklungen. Die verschiedenen Kulturen oder die verschiedenen Menschen sind unterschiedliche Wege gegangen. Und sie werden auch unterschiedliche Wege finden, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, dass alles eins zu eins der westlichen Entwicklung folgt.
aber die Stellung und die Rechte des einzelnen Menschen, die werden dabei ein wichtiges Kriterium sein. Und was wir machen können, ganz konkret, mir fällt da auch wenig ein, es gibt ja Kooperationen mit Universitäten dort oder mit NGOs oder mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, besonders nach dem arabischen Frühling. Es gibt einige Länder, zum Beispiel auch Saudi-Arabien, was viele nicht wissen, haben sich in den letzten Jahren sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen, NGOs, sogar Menschenrechtsorganisationen gegründet, die unter schweren Bedingungen dort kämpfen und leben. Also solche sollte man unterstützen, denke ich. Ich werde irgendwie kämpfen. Ja, aber Sie haben ja auch von da hinten schon Hinweise, dass wir aufhören sollen. Ich danke Frau Scholz, ich danke Ihnen für diesen interessanten Abend. Sie können, wenn Sie wollen, mehr erfahren in dem Buch und das wird Ihnen noch dazu heute Abend signiert von der Autorin. Vielen Dank.